Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik und jetzt wird's ernst. Es geht an die offizielle Wahl des Set of the Year 2021, des besten Lego Sets 2021, die Verleihung des Softies. Naja, erstmal die Wahl dazu und das Ganze strecken wir ein bisschen, weil, ja, ich will mal was ausprobieren, was vielleicht dem Ganzen noch einen kleinen Kick dazu gibt. Der ein oder andere erinnert sich, es gab einen Vorentscheid, der lief chaotischer, als ich es gedacht hätte. Da hatte ich ja gebeten zu nominieren, welche Sets eurer Meinung nach denn die besten des Jahres sind. Viele haben das in die Kommentare auch, wie ich es mir gewünscht habe, eingetragen. Es wurden auch viele Daumen hoch gemacht. Ja, es gab noch Doppeleinträge und. Also es lief noch nicht so ganz rund, aber es hat sich eine Tendenz daraus herausgeschält und die werde ich gleich bekannt geben. Und jetzt geht's in die nächste Runde. Wir haben jetzt ein Achtelfinale, um das es geht. Ja, es bleibt also spannend und dabei habe ich mich so ein bisschen bei dem nächsten Prozedere orientiert, was der Spielwareninvestor gerade mit Minifiguren macht. Schöne Grüße an Lars. Das fand ich so spannend und lustig, dass ich dachte, das können wir auch beim Set of the Year machen. Also es wird gegeneinander antretende Sets jetzt geben. Es wird also jeweils abgestimmt und dann kommt irgendwas das Viertelfinale mit den besten 8 und so weiter und so fort bis am Ende Finale. Nur 2 antreten und schließlich das Set of the Year feststeht. Ja, das gibt dem Ganzen vielleicht noch so einen kleinen Kick und ein bisschen Prickeln. Es gibt eine Besonderheit, nämlich eigentlich müssten ja beim Achtelfinale jetzt 16 noch dabei sein. Es sind aber 18. Das gibt 2 Gründe. Ein Set davon wollte ich noch reinnehmen, obwohl es eigentlich von den Daumen hoch nicht nominiert war. Aber ich dachte, das können wir nicht übergehen. Dem muss man nochmal eine Chance geben. Das ist der AT-AT, der UCS AT-AT. Der hat nur ganz wenig bekommen. Da waren viele andere Sets mehr. Aber ja, kann auch sein, weil er relativ neu erst war und so weiter. Eine kleine Chance soll er kriegen noch, aber kann man natürlich auch rauswählen. Und 2 Sets waren punktgleich, deswegen habe ich das entsprechend dann zusammengefasst. Und somit gibt es also zwar Pärchen, aber 2 Abstimmungen sind jeweils 3 dabei. Aber auch nur einer von denen wird weiterkommen. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt dann 8 Abstimmungen. Die werden alle bei der Community-Funktion freigeschaltet sein, hoffentlich jetzt, hier bei diesem Kanal. Und dann kann man 8-mal jeweils tippen und abstimmen. Und bis Montagabend, da ist dann Schluss, da wird dann Strich gezogen und dann wird geguckt, welcher von den jeweiligen Pärchen bzw. von den Tribbles hat denn die meisten Stimmen. Und der, die oder die, kommt dann in die nächste Runde. Bleibt spannend. Es sind sehr interessante Konstellationen dabei, wo ich nicht sagen könnte, wer es denn wirklich wird. Und so gesehen wollte ich dann auch nicht lange warten, sondern jetzt die Paarung bekannt geben. Ja, wenn es normalerweise Auslosungen gibt beim DFB-Pokal, dann wird immer noch jeder Kugel, die gezogen wird. Oh, ah, ach so. Ja, das erwarte ich mir natürlich ja auch. Höre ich jetzt nicht, aber könnt ihr natürlich für euch trotzdem machen. Also, wir geben bekannt offiziellen Paarungen für das Set of the Year. Außer bei diesen Dreierkonstellationen habe ich mich bei den anderen so ein bisschen wie beim Skispringen daran orientiert, dass immer der mit den meisten Stimmen gegen den mit den schlechtesten kommt und so sich dann daraus nachher so eine Art Rangliste ergibt. Aber es muss ja nicht immer der eine gegen den anderen gewinnen. Manchmal hat der Außenseiter auch eine Chance. So, aber kommen wir erstmal zu den Dreierkonstellationen, die alle relativ dicht beieinander waren. Das ist besagter AT-AT, die 75313, tritt an gegen Santa's Visit. Also, der Besuch des Weihnachtsmanns, das Weihnachtsset 2021, die 10293 ist das. Und, ich sage ja, eine Dreikonstellation, ein Technikset, was wir dabei haben, nämlich der Schwerlastabschleppwagen. Das ist die 42128. Also, AT-AT, Santa's Visit oder Schwerlastabschleppwagen, einem davon die Stimme geben, einer von den dreien kommt nur weiter. Das gilt auch für die nächste Paarung, die zweite. Das ist das Schiff der Wächter. Das heißt also, das Schiff aus Guardians of the Galaxy, die 76193, tritt an gegen die Marvel-Minifiguren. Das sind diese Tütchen. Also die hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass man die auch trägt. Kann man aber auch. Ganz viele haben es gesagt, ja, Daumen hoch, macht die auch. Also es geht um die gesamte Kollektion der Marvel-Minifiguren-Tütchen. Also das, was daraus kam, mit verschiedenen Figuren aus den neueren, insbesondere ja Disney-Plus-Serien. Und, das fand ich ganz lustig, das hat jemand bezeichnet als das Rentier-Battle-Pack. Man kann auch sagen, der Schlitten des Weihnachtsmanns mit 4 Rentieren, die 40499. Also Schiff der Wächter, Marvels Minifiguren-Serie oder der Schlitten des Weihnachtsmanns. Eins von den dreien kommt nur weiter. Dritte Paarung, jetzt geht es tatsächlich oben gegen unten. Da haben wir die Gärten von Ninjago City.
Hätte mich auch gewundert, wenn die nicht dabei gewesen wären. 71741 treten an gegen den Ecto One von Ghostbusters. Der große, mehr oder weniger UCS Ecto One. Ja, jetzt kann der Purist sagen, das Ding ist schon im November 2020 erschienen bei Lego. 2021 kam es aber erst in den normalen Handel. Da ganz viele den Daumen da hochgegeben haben, habe ich gesagt, dann nehmen wir das noch mit rein. Also mit dieser kleinen Krücke haben wir den noch mit drin. Also City Gärten gegen Ecto One, Ghostbusters, bitte wählen Sie jetzt. Dann die nächste Paarung, Home Alone, also Kevin allein zu Hause, das Set. Sie 21330 gegen ein anderes Idea-Set aus diesem Jahr, nämlich Winnie Pooh, die 21326. Ich versuche mir jegliche Wertung zu verkneifen, damit jeder neutral werten kann. Dann fünfte Paarung. Mittelalterliche Schmiede, 21325. Wir sind schon wieder bei Ideas. Gegen die Titanic. Ja, jetzt könnte ich natürlich den Spruch bringen. Einer von beiden wird untergehen, aber wir wollen ja hier mit den Zoten es mal lassen. Die 10294. Also mittelalterliche Schmiede oder Titanic. Unterschiedlicher könnten Sets fast nicht sein. Das gilt auch für die nächste Konstellation, die sechste. Da hatte ich schon gar nicht mehr das auf dem Schirm, dass das überhaupt aus diesem Jahr war, aber stimmt, war. NASA Space Shuttle Discovery 10283 tritt an gegen das Modular Building diesen Jahres. Das ist nicht das Hotel, das erst nächstes Jahr, sondern das ist hier da, die Polizeistation. Die Älteren erinnern sich noch, gab es Anfang des Jahres. Die tritt an gegen das Space Shuttle. Auch eine sehr spannende Konstellation. Und die nächste ist Everyone is Awesome. Das bunte Set, jeder ist besonders, die 21330, tritt an gegen den kleinen Templer. Also Duell mit Scarecrow. Da ist die Besonderheit, es ist nicht der große Templer. Der UCS, die Wiederauflage, die hat nur ganz wenig Stimmen bekommen. Der kleine, der hat es euch eher angetan. Der tritt an gegen Everyone is Awesome. Und die letzte Paarung, und da ist wieder ein Set, das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Aber ja, wenn man es sich jetzt wieder ins Gedächtnis ruft, würdig hier unter den Top 18 zu sein. Das Frühlingslaternenfest, die 80107. Also Chinese New Year lässt grüßen aus diesem Jahr noch, dürfte kaum noch zu erhältlich sein, aber man kann es ja wählen. Ne? Also Frühlingslaternenfest, ich glaube sogar von einem Deutschen gemacht, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Oder der tritt an, das Frühlingslaternenfest gegen den Daily Bugle. Die 76178, auch eine sehr spannende Konstellation, wo ich nicht sagen könnte, wer gewinnt denn da? Jo, also. Damit haben wir sie. Das sind die Konstellationen in der Community-Funktion. Jetzt bitte wählen, achtmal Kreuzchen bzw. ein Klickchen machen und dann wissen wir Montagabend, wer ins Viertelfinale kommt. Und damit sind wir schon eine ganze Menge Schritte weiter, aber noch nicht am Ende der gesamten Wahl. Also seid dabei, habt Spaß hoffentlich. Ich finde das sehr, bin sehr gespannt, was bei diesen gegeneinander antretenden Sets tatsächlich passieren wird. Könnte mir nicht bei jedem eine Prognose abgeben. Bei einigen schon, aber mache ich jetzt nicht. Jo, also stimmen Sie bitte jetzt ab oder stimmt jetzt ab. Noch ein ganz kurzer Hinweis für die Juryentscheidung. Da warten ja auch einige und haben schon nachgefragt für den Bauwettbewerb. Das zieht sich leider noch ein paar Tage. Es gab ein paar familiäre Feiern zu begehen. Die hatten ein bisschen Vorzug oder waren Priorität Nummer eins. Jetzt kommt das auch. Wir hoffen, dass wir es vielleicht vor Weihnachten noch schaffen. Die Jury wird spätestens am Sonntag nochmal zusammentreten. Aber vielleicht auch erst danach. Aber ich versuche es noch vor Weihnachten. Es ist auf keinen Fall vergessen. Es sind so viele, das ist es ja. Es sind so viele Einsendungen. Ganze Schulklassen, sagte ich, ja, haben da mitgemacht. Also das muss auch erstmal gesichtet werden. Und jeder soll auch ausführlich gewürdigt werden. Deswegen leider die leichte Verzögerung. So, aber jetzt stimmt ab. Was wird euer Set des Jahres? Das Achtelfinale kann jetzt starten. Los geht's. Viel Spaß. Wir sehen uns. Und tschüss.